Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Computer Wunsam und heute zeige ich euch, wie man eben in HTML mit Bildern arbeiten kann. Wir haben ja bereits gelernt, wie wir das erste Mal das Bild verwendet haben. Hier haben wir hierzu diesen Link hier mit imgsrc bilder karlheinz.png. Dieser Link hier ist ein Bildlink und dieser Tag sorgt dafür, dass dieser Bildlink hier eben als Bild dargestellt wird. Wir können das also auch in dieser Richtung sehen. Jeder Bildlink oder jedes Bild besteht aus einem IMG SRC ist gleich Quelle. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Bild eigentlich aus einer bestimmten Quelle besteht. Diese Quelle kann eigentlich alles sein, solange es eben ein Link ist, der zu einem Bild führt. Ich zeige das mal hier anhand eines Beispiels. Hier haben wir also das Bild von HTML5. Wir können dieses Bild einfach ohne Probleme nehmen, indem wir die rechte Maustaste drücken, Bildlink kopieren und dann fügen wir genau diesen Bildlink hier ein. Ich zeige euch erst einmal, was passiert, wenn der Bildlink nicht dabei ist. Dann bekommen wir nur dieses kleine Fenster hier. Das zeige ich euch hier. Das hier. Dieses kleine Fensterchen bekommen wir hier. Ansonsten, wenn wir aber einen Link einfügen, wie diesen hier, dann seht ihr, dass wir hier eben das Bild dafür bekommen werden. Aber wie wir bereits sehen können, das eine Bild ist eben viel zu groß als das andere Bild. Und natürlich ist es so, dass wir eben auch Bilder bearbeiten können in dieser Richtung. Wir nehmen dafür wieder das relativ berühmte Style-Attribut. Das Style-Attribut ist eben wiederum dafür da, dass man auch Bilder ein bisschen in der Größe verändern kann. Um die Größe am Bild zu ändern, brauchen wir entweder the width oder the height. Width ist eben die Breite. Diese geht so, width, Doppelpunkt. Und dann können wir zum Beispiel sagen 250 Pixel. Und wenn wir jetzt das Bild aktualisieren, sehen wir eben, dass das eben kleiner geworden ist. Wir können aber nicht nur die Breite erhöhen, sondern auch die Höhe. Wenn wir die Höhe eben verkleinern, bekommen wir eben das entsprechende Bild nochmal dazu. Das geht natürlich auf verschiedene Formate hier. Wir können aber auch zum Beispiel eben sogenannte relative Werte nehmen. Aber für den Moment gibt es eben noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel 250 Punkt und noch andere Maßnahmen, die wir nehmen können, um die Größe zu ändern. Diese sind absolute Werte, diese 250 Pixel, Punkt und so weiter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel das in einem prozentuellen Wert machen. Wenn wir sagen 25%. Das hier habe ich noch nicht gespeichert. Hier ist es so, wenn sich das Fenster ändert, dann wird der Bär immer gleich groß bleiben. Das passiert, wenn wir einen absoluten Wert nehmen. Wenn ich das jetzt aber speichere und dann aktualisiere, dann sehen wir hier, das funktioniert nicht. Das liegt daran, weil die Höhe eigentlich mit den relativen Werten nicht handhaben kann. Wir brauchen dafür die Breite. Hier funktioniert es, die Breite von 25%. Und wenn das Bild größer wird, wird auch der Bär größer. Relative Werte könnt ihr nur verwenden, wenn ihr sie auf der Breite halten wollt. Das heißt, auf der Höhe funktionieren diese relativen Werte absolut nicht. Natürlich ist es auch so, dass ihr beim Bild einen Hintergrund haben könnt, besonders eine Hintergrundfarbe. Ihr könnt hierzu dann schreiben Background, Color, Doppelpunkt und dann könnt ihr zum Beispiel sagen Blue. Wenn wir das jetzt refreshen, sehen wir hier, dass wir hier einen wunderschönen Hintergrund bekommen. Ein weiterer Punkt, den ich noch machen möchte mit der Width und der Height, wenn ich hier zum Beispiel sage Width, Doppelpunkt 200 Pixel und Height Doppelpunkt 200 Pixel, dann kann es natürlich auch sein, dass unser kleiner Karl-Heinz eben vollkommen zerquetscht wird. Hier ist es aber so, dass wir eben dafür sorgen können, dass Karl-Heinz eigentlich relativ in Ordnung aussieht. Sogar mit blauem Hintergrund, wenn wir das wollen. Nur zur Information, wir können natürlich auch genauso wie bei dem Jabberwocky.html, da gibt es ja diesen kleinen Text dazu. Den können wir natürlich genauso beim Link machen. Und den können wir eben auch hier machen mit dem Title. Aber
Es gibt noch etwas anderes. Ich habe euch ja vorher gezeigt, was passiert, wenn ihr zum Beispiel ein Bild habt, was nicht angezeigt wird. Ich werde dazu noch ein paar andere Bilder eben hier hineinspeichern, die wir dann für das HTML verwenden werden. Hierzu haben wir eben den Detective oder die Detective, Karl Heinz, unseren Eisbären und eine Rubber Ducky, eine Gummiente. Wir können das natürlich so machen, dass es egal ist, welches Bildformat wir verwenden, aber wir haben eben ein Problem, wenn zum Beispiel ein Bild nicht angezeigt werden kann. Ich mache das so, ImageSRC ist gleich, dann schreiben wir den Pfad hinein. Der Pfad ist eben hier wieder, müssen wir eben schauen, bilder/karlheinz.png. Diesmal nehmen wir aber Detektiv. Detective. Anführungszeichen zu Ende. Ihr werdet jetzt sehen, dass es nicht funktioniert hat. Das liegt daran, weil man hier auch die Dateiendung einfügen muss. Aber ich will noch etwas anderes zeigen. Denn wenn ein Bild nicht angezeigt wird, könnt ihr Alt drücken und dann eine Beschreibung des Bildes einfügen. Hier zum Beispiel könnt ihr schreiben, This is a picture of a detective. Wenn ich das dann jetzt so aktualisiere, kann man hier eben unten rechts sehen, This is a picture of a detective. So. Wichtig ist also, dass ihr bei dem Pfad wirklich darauf achtet, dass ihr den richtigen Pfad habt. Verwendet immer den Ordner Bilder oder auf Englisch Images und vergesst nicht die Dateiendungen. Wie ihr hier seht, haben wir nun unseren Detective hier. Und natürlich ist es so, ihr könnt jede Art von Bilder eben hier einfügen, die ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel eben auch dafür sorgen, dass die Bilder links oder rechts sind. Das können wir wieder mit Style machen, Equals. Aber ihr könnt natürlich auch die Größe daran ändern. Ich will es euch nur zeigen, Width ist gleich 250 Pixel. Das ist jetzt zum Unterschied, wie wir es vorher gemacht haben, denn hier haben wir es mit Width, Doppelpunkt 200 Pixel und hier ist es eigentlich nicht im Style-Attribut drinnen. Der Unterschied ist, dass wir mit diesem Style-Attribut einfach besser handhaben können. Jedenfalls gibt es da auch die Möglichkeit, dass wir die Height ist gleich 20 Pixel sagen. Und dann ist unsere Detektivdame eben sehr flach. Wir können also das Format eben hier ändern, wie wir es wollen. Und das ist eigentlich wirklich ganz nett in dieser Richtung. Wenn ihr einige der Webseiten bereits gesehen habt, ihr könnt natürlich auch das Hintergrundbild ändern. Das Hintergrundbild können wir hier auch ändern über das Body. Hier machen wir wieder einen Style draus, ist gleich. Und diesmal Background Image, Doppelpunkt. Und wir machen dazu unseren Karl Heinz. Jedoch hier funktioniert es nicht direkt, dass wir den Adresslink eingeben. Wir müssen zuerst schreiben URL, Klammer auf, Klammer zu. Und in diesem URL schreiben wir bilder/karlheinz.png. Hier haben wir also unseren Karl Heinz. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Nur ist es irgendwie doof, weil sich Karl-Heinz eigentlich hier immer nur wiederholt dort dabei. Das heißt, je mehr wir rausgehen, desto weniger haben wir eigentlich von dem Karl-Heinz-Bild. Wir können das natürlich so tun, dass wir es unter anderem auch strecken werden. Um ein Hintergrundbild zu strecken, müssen wir etwas ändern hier. Wir machen das wieder so. Background Image URL. Was wir brauchen, ist gleich Background. Repeat, Doppelpunkt, no, repeat. Wenn wir das nämlich so machen, dann haben wir nur noch einen Karl-Heinz hier. Das könnt ihr natürlich so verwenden, wie ihr es wollt. Es gibt auch das Space-Attribut dazu. Das ist dann genau dasselbe, nur halt in einer Reihe. Wenn ihr es braucht, wie ihr es wollt, dann könnt ihr es natürlich so aussuchen, wie ihr es wollt. Ihr könnt aber auch hier zum Beispiel eben die Background-Größe ändern. Background Repeat ist eben dazu da, um den Hintergrund zu wiederholen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch sagen Background Size. Und hier können wir dann zum Beispiel eben sagen Cover. Wenn wir das jetzt so machen und ich es aktualisiere, dann seht ihr, dass Karl-Heinz eben wirklich groß geworden ist und er eben an sich an der Größe der Webseite angepasst ist. Also je kleiner die Webseite, desto kleiner ist Karl-Heinz und je größer die Webseite, desto größer wird er. Wie ihr hier also sehen könnt, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, um dafür zu sorgen,
dass ein Bild eben dargestellt wird. Und natürlich ist es auch so, dass es egal ist, welches Bildformat wir verwenden, solange es eben als Bild sichtbar ist. Die meisten modernen Bildformate wie GIF, JPEG oder PNG funktionieren alle mit diesem Image. Das zeige ich euch hier anhand des letzten Beispiels an unserer Gummiente. Da machen wir es so. Wabba Ducky. This is a picture of a Wabba Ducky. Wenn ich das jetzt aktualisiere, haben wir jetzt wieder dasselbe Problem. Ich muss hier GIF schreiben. Und dann können wir hier sehen, es funktioniert natürlich auch für verschiedene GIFs. Damit schließe ich nun das Thema Bilder ab. Wir können sehr viele verschiedene Formate mit diesen Bildern machen. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie wir alle diese Bilder auf einmal formatieren können. Und bis dahin freue ich mich darauf, euch wiederzusehen. Euer Computer Wunsong.